Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind gerade auf dem Griefer Game Server und heute werden wir ein bisschen Scammer suchen. Ich bin hier gerade mal wieder komplett undercover auf dem Server. Und zwar heiße ich gerade, ich kann mal hier einfach Test schreiben. Ich heiße Mr. Bang 6 und werde jetzt gleich mal anfangen. Es gibt aber noch eine Sache, Leute. Und zwar haben wir auf Griefer Games den Griefer-Rang auf 79 Euro reduziert. Das ist ein mega krasser Preis, den gibt es nur jetzt im Sale. Wer Bock hat, checkt das Ganze ab unter shop.griefergames.net. Ich habe ja auch mal auf dem Undercover-Account auch mal den Griefer-Rang. Damit kann ich ja unter anderem zum Beispiel hier slash Kopf und solche Befehle. Könnt das alles mal im Shop abchecken. Ich kann doch mir eigentlich einfach mal hier einen Kopf geben. Wartet mal, Leute. Slash Kopf, Beacon. Also ich muss quasi den Namen eingeben, von wem ich jetzt den Kopf haben möchte. Ich probiere das mal. Geht Beacon? Mal gucken, was ich kriege. Yo! Wir haben einfach wirklich einen Beacon bekommen. Das hat geklappt. Nice! Okay, ich trage jetzt einfach einen Beacon-Kopf. Chillig, Freunde. Also das kann unter anderem der Griefer sein. Da kann auch viele andere Dinge. Checkt ruhig einfach mal den Shop ab. Wie gesagt, das Ganze wurde gerade reduziert auf 79 Euro. Jetzt zurzeit ist ein mega krasser Preis, wer Griefer mal kaufen wollte, ne? Wo ich mir einfach mal abchecken. Jetzt legen wir aber los. Ich sehe schon, los, Nils soll anscheinend hier scammen, Leute. Das ist doch mal super, um mal zu testen, was da denn abgeht bei Los Nils. Wir haben ja sogar einen relativ guten Shop. Ich mach's nur mal einen Moment mal, Leute. Ich mach's ein bisschen heller noch für uns, damit wir auch ein bisschen was sehen hier. Bisschen so, ja, jetzt ist es ein bisschen heller. Und dann wird es gleich nicht dunkel. Gute Shops und nette Leute, was gibt's denn hier so? Er hat nur einen einzigen Freund? Er hat nur einen Freund? Okay, das ist natürlich nicht so viel. Scammerwand. Aber er hat auch nur einen einzigen, der ihn wohl gescammt hat. Ich guck mal, ob der vielleicht zu Hause ist. Q-Spawn Egg kann man hier kaufen. Ich glaube, der ist gar nicht da. Ist er vielleicht bei einem anderen Plot? Ach, hier ist er ja. Hallo, los, Nils. Was geht denn ab? Ich schreibe den am besten einfach mal an. Hey, kann ich was kaufen? So, fragen wir ihn das am besten mal. Er schreibt mir auch schon Hi. Hier ist ein Spenden-Shop. Ja, ein Brot können wir doch mal spenden. Was ist das denn? Ist das ein zweiter Shop? Banner und OP-Items ist doch die richtige Abteilung für uns, Leute. Da müssen wir hin. Gewünschte Artikel nicht da, nur nachfragen. Privates Lager. Ich glaube, hier darf man gar nicht rein, Leute. Was darf es denn sein? Leute, wir haben jetzt ja schon diesen schönen Beacon-Kopf. Vielleicht sollten wir mal probieren, einen Beacon zu kaufen. So, zum Einstieg. Ich werde heute ein paar Scammer kontrollieren. Ich schreibe dir mal, ich brauche zu meinem Beacon-Kopf einen Beacon. So, mal gucken, ob er das im Angebot hat hier. Ich habe nämlich ja diesen schönen Beacon-Kopf. Ich glaube sogar, der hat einen gewissen Wert. Weiß ich gar nicht, Leute. Ihr könnt es ja mal in den Chat schreiben. 1,1k, sagt er. Ja, das würde ich sagen, Leute. Können wir ruhig mal akzeptieren. Ich schreibe mal, machst du auch 1k? Wir können ja mal ein bisschen handeln. Vielleicht kriegen wir ja noch 100 Dollar runtergehandelt. Bin ich mal gespannt. Er schreibt einfach, nee, okay, es geht anscheinend nicht. Dann schreibe ich mal, na gut, dann 1,1k. Ist ja kein Problem, Leute. Ich meine, das können wir uns leisten. Wir haben hier gerade 15.000 Dollar auf dem Account, also ist alles in Ordnung. Ich glaube, es nimmt sich auch hier reingehen zur Kasse. Oh, oh, Leute, das sieht mir sogar... Ja, ich mag solche Kassen nicht. Ich mag die nicht. Ich packe besser mal meinen Kopf hier lieber in meine Ender-Chest, nicht, dass da noch irgendwas mit passiert. Und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Kannst payen, okay. Dann paye ich jetzt an den Los Nils 1.100 Dollar und bin mal gespannt. Also es wurde gerade geschrieben, dass der scammt und wir kriegen einfach instant einen Beacon. Yo. Chillig. Okay, dann schreibe ich mal Danke. Also, wer immer gerade geschrieben hat, der scammt. Anscheinend ist das nicht so. Hat alles super geklappt und so. Und er schreibt kein Ding. Nö, das passt. Das heißt, wir haben schon mal einen gefunden, der auf jeden Fall nicht scammt. Finde ich cool. Finde ich cool, Leute. Oh, Leute. Wir haben ja gerade den Los Nils kontrolliert. Und jetzt schreibt der Meme-Lover wieder, Los Nils scammt. Aber er verkauft gleichzeitig Dracheneier, Beacons, Champgold und so weiter. Ich gehe einfach mal, ich schicke dem Meme-Lover mal eine TPA und schreibe mal, ich möchte was kaufen. Ich möchte was kaufen. Weil vielleicht ist das ja so, dass der Meme-Lover nur den Los Nils verunglimpfen möchte. Wir können ja mal probieren, da was einzukaufen. Ich gucke mal gerade nochmal in die Ender-Chest hier. Ja, oh, er hat mich angenommen. Da muss ich ganz kurz warten, Leute. So, da sind wir auch schon. Hallo, Meme-Lover. Was geht denn ab? War ich hier nicht schon mal? Warte mal, kenne ich mich hier? Ich glaube, hier war ich noch nie, oder? Nee. Beacon für 1.100 Dollar, das war beim Los Nils genauso teuer. Hm. Ich guck mal in seine Ender-Chest. EC Meme-Lover. Ah, Diamond-Schwert hat er. Okay, Dragon Egg. Die Effizienz-Pickaxe. Okay. Ich schreib mal zurück. Hey, was kostet das Drachenei oder der Goldapfel? Ich frag mal nach den beiden Sachen. Drachenei und Goldapfel, Leute. Weil ich glaube, ich würde gerne hier so OP-Goldäpfel kaufen. Und ich glaube, ich finde auch Dracheneier spannend. Ansonsten, vielleicht eine Diamond Pickaxe könnte auch interessant sein. Ich glaube, an den drei Dingen habe ich Interesse. Mal gucken, ob er da was im Angebot hat. Oder was er da auch schreibt als Preis. Also wir kaufen natürlich jetzt auch nicht die super teuren Sachen. Bin ich mal gespannt. Okay, er will für das Drachenei 1,7k und ein Goldapfel 400k. Dann frage ich mal, was kosten 4 Goldäpfel und das
Drachenei zusammen, ist es dann günstiger? So, das frage ich den jetzt mal. Also der will für die Goldäpfel nur 400 Dollar, das heißt 1,6k, und für die Dracheneier, für das Drachenei will er 1,7k. Das heißt, wir müssten uns ja, ich glaube, bei 3,3k oder so einigen. Ich bin mal gespannt, was der jetzt gleich als Angebot macht. Mal sehen, was er uns da anbietet. Bin ich mal gespannt. Er will 3,2k machen. Ich biete ihm mal, das ist ja ein bisschen günstiger zumindest, ich biete mal 3k. So, 3k mit Fragezeichen. Natürlich auf 3k runterhandeln lässt, Leute. Da bin ich mal gespannt. Also der schreibt nämlich, der Los Nils Scam. Mal gucken, ob der denn selber vielleicht der Scammer ist. Er will 3,1k machen. Okay, dann schreibe ich Deal. Und würde sagen, mache ich. So, 3,1k für ein Drachenei und 4 UP-Goldäpfel. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich jetzt hier gleich bezahlen soll. Und wir haben noch genug Geld am Start. Alles gut, ich pay jetzt. Ich soll auch payen. So, 3.100 Dollar haben wir uns ja geeinigt. So. Also bezahlen wir das Ganze, Leute. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wir müssten jetzt ja die Sachen bekommen. Gucken, ob der jetzt hier scammt oder nicht, Leute. Hallo? Hallo? Schreib mal Hub. Hub bezahlt. Hallo? Wieso schreibt der nicht mehr, Leute? Wieso schreibt der nicht mehr? Der beschuldigt doch gerade die ganze Zeit den Nils, dass der scammt. Aber Nils hat nicht gescammt, Leute. Nils hat nicht gescammt. Ist weg! Warte mal. Er ist disconnected. Nein! Das gibt's doch nicht. Da ist jetzt ein Typ, Leute, der schreibt die ganze Zeit, ein anderer scammt. Und dann scammt er selber. Dann scammt er auch noch selber. Oh mein Gott, Leute, das mache ich fast schon ein bisschen wütend. Das mache ich fast schon wütend, dass der jetzt so eine Scheiße abzieht. Wisst ihr was, Leute? Ich warte jetzt mal noch ganz kurz hier. Ich warte noch ganz kurz. Mal sehen, ob der wieder online kommt. Ansonsten werde ich, ganz ehrlich, Leute, das macht mich böse. Zu behaupten, anderes scammen und dann selbst zu scammen. Wenn das nicht so ist, lösche ich von ihm alle Häuser. Und dann mache ich bei allen Häusern einen Community Grief. Passt auf. Wir geben dem jetzt 3 Minuten und wenn er dann nicht kommt, mache ich alle Häuser als Community Grief, Leute. Ja gut, Leute. Er scheint nicht mehr wiederzukommen. Da würde ich sagen, dann ist die Sache, glaube ich, klar. Also, wie gesagt, der ist immer noch nicht wieder da. Ich habe jetzt hier ein bisschen gewartet. Er hat nämlich genau 2 Grundstücke am Start, die interessant sind für uns. Und zwar hat er einmal das Grundstück hier. Das ist dieser Shop, wo wir gerade gescampt wurden. Und es gibt noch ein zweites Grundstück, nämlich das hier. Die werde ich jetzt beide einfach mal raushauen. Wir gucken natürlich schon mal kurz vorher in die Truhen rein. Ich schreibe jetzt hier mal rein, Meme-Lover scammed. So, das spamme ich jetzt mal ein bisschen rein, Leute. Oh, ich kann gar nicht so sehr spammen. So, nochmal reinschreiben. So, nochmal reinschreiben. Und ich gebe mir jetzt außerdem auch mal einfach mal OP-Freunde. Wir wechseln danach einfach den City-Bit, um weiter zu suchen. Und jetzt mache ich mal Game Mode 1 und wir werden ein bisschen mal hier auf dem Grundstück was veranstalten. Vielleicht, ich würde sagen, ich mache einfach mal eine TPA All. Mal gucken, was dann passiert. Und jetzt gucken wir mal kurz in die Truhen. Was ist hier so drin? Ein bisschen Schwerter, okay. Hier ist noch so eine Karte. Was ist denn das für eine Karte? Warte mal. Wie viele Maps hat er denn davon, bitte? Warte mal, Leute. Wie viele Rahmen hat er denn? Haben wir irgendwo hier Rahmen? Frame heißt das, glaube ich, ne? Genau. Ich packe dir mal in den Frame. Der hat 18 Karten? Was ist denn das für eine Karte? Das ist eine zerfetzte Karte. Warte mal, das sind doch noch andere drin, oder? Wir gegen Scammer, wirklich jetzt? Der Typ, der scammt, hat eine Wir gegen Scammer-Karte? Alter! Griefer Games Auflage 1. Die sind ja voll... Warte, die gucke ich mir auch nochmal an. Und die Ass. Der hat eine Ass-Karte und eine 4 gegen Scammer-Karte und scammt. Oh mein Gott, Leute, was ist denn los mit dem? So, die gucke ich mir auch nochmal an hier. Ich glaube, die sieht man beide aber gar nicht. Naja, gut, dann packe ich die mal zurück hier einfach in die Truhe. Ich meine, das gebe ich ja alles jetzt den Leuten. Ich gucke nochmal ein bisschen weiter. Hier sind nur Essenssachen drin und ein paar Bücher. Die kann man sich auch gut gönnen. Ich meine, bei Community Grease fällt halt immer jede Menge Zeug ab, Leute. Was gibt's hier denn noch so? Noch ein bisschen was. Wir gucken nochmal ganz kurz oben. Warte, was sind eigentlich viele Spieler schon da? Hallo? Warte mal, ist Meme-Lover ist wieder da. Warte mal. Meme-Lover ist wieder da. Nein, er ist zurückgekommen. Ich habe so lange gewartet, Meme-Lover, und jetzt kommst du zurück. Oh mein Gott. Ich schreibe mal auch ein Fragezeichen. Er weiß nämlich jetzt, dass wir Admin sind, Leute, weil er es gerade gesehen hat. Ich würde aber mal sagen, er fragt nur, was soll das? Ja, du hast mich gescammt, du Kleiner. Du hast mich gescammt, so. Machen wir jetzt Folgendes. Wie heiße ich denn nochmal? Bang, ne? Mr. Bang. Ich mache jetzt P... Oh, er will seine Sachen sichern. Ich höre es an der Truhe. Er war gerade an der Truhe. Set Owner Mr. Bang. Und dann mache ich eine TPA All nochmal. Ich glaube nämlich, der hat hier gerade... Ja, der hat alle gebannt. Warte mal. Andere Sternchen, dass auch jeder wirklich hier hin kann, Leute. Und dann machen wir schon mal P, Trust, Sternchen, viel Spaß mir mit dem Community Grief. Wenn wer behauptet, andere scammen und dann einfach selber die Leute abzieht, ne, das geht natürlich gar nicht.
Und da kriegt er natürlich hier auch erstmal dick einen auf den Sack. Da können die Leute alles holen. Außerdem gehen wir noch zum anderen Grundstück hier vorne. Und das hier werde ich mir nämlich auch nochmal ganz schnell snacken, Freunde. So, Set Owner. Ihr könnt natürlich gerne eure Meinung wie immer dazu einfach mal in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr freuen. Und jetzt werde ich auch hier nochmal eine TPR-All machen. Ups, er schreibt jetzt nur, was soll das? Du Scammer. So, schreibe ich mal zurück. Und wir gucken mal, ein bisschen Bücherei gibt es hier noch. Ich glaube, hier ist aber eher so ein... Ja, hier ist nicht so viel Stuff. Also ich sehe schon, Leute, wie die Leute hier schnell hingehen. So richtig schnell, Leute. Krass. Krass, krass, krass. Die sind hier voll am Snacken. Okay. Ja, hier sind auch... Ja, gut, es geht. Oh, da hat einer was abgebaut. Gut, ich hau hier lieber ab, Freunde. Ich hau hier lieber ab. Ich werde mir auch schnell Game Mode wegnehmen, denn wir müssen jetzt in City Build switchen. Aber vielleicht schreibt der noch eine Nachricht. Ich bin mal gespannt, Leute. Meint ihr, der lügt jetzt? Oder meint ihr, er gibt es jetzt wenigstens zu, dass er scammt? Bin mal gespannt auf die Nachricht. Ich schreibe hier noch ein paar Mal, du Scammer. Er ist offline gegangen, lol. Er ist einfach disconnected. Na gut, okay, ist ja kein Problem. Wie gesagt, schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ich finde, er hat es verdient, weil er eben sagt, dass andere scammen und dann hat er selber gescammt. Und ja, jetzt schreiben wir schon Mr. Bang ist ab. Wir wechseln ganz schnell den City-Build, nicht, dass sie hier noch rausbekommen, was abgeht. Und zwar gehen wir jetzt einfach auf einen anderen City-Build. Wir waren auf City-Build 2. Gehen wir doch einfach mal auf... Warte mal. Wir könnten auch mal auf Lava gehen. Obwohl, da kann man immer gut Spieler trollen. Nee, ich gehe nochmal auf City Build 6. Vielleicht führen wir da noch einen Scammer. Einfach mal gucken, was da so abgeht. Schreib hier mal Test. Und wir schauen gleich mal, was so kommt. Leute, hier ist gerade ein Spieler, der heißt einfach Accept. Und schreibt, Owner abgegeben, ich möchte dir 1000 Dollar geben. Pay Accept 1000 Dollar. Natürlich wird man dann einfach nur gescammt. Und ich guck mal ganz kurz nach. Der Spieler heißt Z-Reverse 14. Wir gehen da mal hin. Z-Reverse 14, das ist der Typ hier. Der hat ja gar nichts. Der hat ja gar nichts, Leute. Warte mal, ich teleportiere mich einfach mal zu dem Z-Reverse 14. Der ist nämlich hier am Spawn. Ja, hallo, du kleiner Scammer. Hallo. Was hast du denn in deinem Inventar? Z-Reserve, mal gucken. Ah, nur ein bisschen Essen. Was hat er in seiner Ender-Chest? Oh, ja moin, ja moin. Der hat aber schöne Sachen in seiner Ender-Chest, Leute. Der hat schöne Sachen hier drin. Wisst ihr was? Ich meine, mit solchen Typen muss man auch mal aufräumen. Ich mache mal Folgendes. Ich schreibe dir mal... wieso scammst du die Leute als Bank? Das frage ich den mal. Und jetzt werde ich mir ganz schnell mal hier OP-Rechte geben, Leute. Ups, jetzt haben wir nämlich OP. Jetzt machen wir ganz kurz... Er ist disconnected. Was? Warte mal. Warte mal. Nee, jetzt ist der nicht abgehauen, oder? Der ist doch... Das kann er doch jetzt nicht bringen. Leute, den finde ich, den finde ich. Ich hoffe mal, der hat ein Haus auf City Build 1. Das gucken wir uns jetzt mal ganz kurz an. Das kann doch nicht sein, dass der jetzt einfach abgehauen ist, weil er... Ich glaube, der hat gerade gemerkt, dass er frisch ertappt wurde. Warte mal, PHZ Reverse. Hier ist gar nichts. Okay, warte mal, ist das gemerged? Nee, das sind einfach nur ein Obsidian-Rand, okay. Ah, Mist, das ist... Hier hat er gar nichts. Also hier spielt er wohl nicht aktiv. Ach, was ist denn hier, Leute? Ich bin auf City Build 3 und da habe ich doch tatsächlich noch ein Grundstück vom Set Reverse gefunden. Wisst ihr was? Weil der gerade so schön schnell abgehauen ist, gibt es hier natürlich auch nochmal eine Strafe. Ich logge mich mal ganz kurz ein und gebe mir hier auch mal eben Rechte. So. Jetzt haben wir hier nämlich Rechte, Freunde. Na, gucken wir doch mal, was ist denn das hier? No, no Scam! No Scam! Aber natürlich als Bank rumlaufen. Du Schlingel, du... Ja, wisst ihr was? Der ist hier! Er ist hier! Er ist hier! Nein, er ist gerade gekommen. Was geht? Warum scammst du denn? Jetzt können wir auch mal ganz kurz in seine Ender-Chest reingucken. Er schreibt nur lol, die snacke ich mir mal ganz kurz. Das merkt. Oh, verdammt, ich wurde gerade vom Server gekickt. Warte mal, da müssen wir mal ganz kurz schnell wieder auf den Server drauf kommen, Freunde. So, wo ist es denn? City Build 3, da waren wir ja gerade. Schnell wieder auf City Build 3 gehen, genau. Und dann müssen wir uns wieder Rechte geben. So, und dann gucken wir nochmal in die Ender-Chest von dem. Ganz schnell das Zeug rausholen. Ich glaube, wir dürfen nicht auf das Buch klicken. Ja, komm, die machen wir schön die ganze Ender-Chest leer. Mal gucken, was der denn gerade so treibt. Hallo, was geht? So, ich gehe nochmal in den Game-Mode und ich frage den jetzt nochmal, Z-Reverse. Warum... Wie hast du dies gemacht? Warum versuchst du die Leute als Bank zu verarschen? So, sagen wir das mal. Ich check währenddessen mal ein bisschen seine Truhen ab. Und würde sagen, wir bereiten mal langsam den Community Grief vor, Freunde. P-Set Owner, er schreibt nur ab, gell? Er will sich nicht rechtfertigen. Ist ja kein Problem. Ich mach schon mal eine TPR All fertig, Leute. TPR All, bups. Dass hier natürlich auch alle hinkommen können. Ich glaube, es ist auch eine ganz faire Strafe, wenn wir das hier noch freigeben. Ich muss nur sagen... Ich meine, der hat jetzt als Bank gescammt. Ich weiß nicht, wie erfolgreich der war. Eine Strafe kriegt er auf jeden Fall. Aber ich glaube sogar, ich werde ihm sogar ein paar Sachen aus seiner Ender-Chest lassen.
Von mir aus lassen wir dem hier das verbuggte Item und auch ein bisschen seine Ressourcen und so, damit er nicht komplett von neu anfangen muss. Das ist vielleicht sonst ein bisschen zu krass. Das lasse ich ihm nochmal alles da hier. Aber ich denke, ja, das Champ Gold kann er von mir jetzt auch noch behalten. Das ist ja auch noch ein bisschen was wert. Und die Kohle auch. Aber das Haus hier, das müssen wir auf jeden Fall als Strafe mal abreißen lassen. Schreibt er noch irgendwas zu mir? Ne, er schreibt nichts, oder? Gut, da machen wir jetzt P. Trust. Sternchen, er schreibt nur meinen Plot. Er will sich nicht rechtfertigen, Leute. So, viel Spaß. Viel Spaß damit, Leute. Macht hier ruhig alles kaputt, macht alles kaputt. Und denkt dran, Leute, gerade ist der Griefer-Rang für nur 79 Euro im Sale, also sehr, sehr stark reduziert. Ihr könnt damit zum Beispiel eure eigenen Köpfe machen, wenn ihr Bock habt auf bestimmte Köpfe. Und dann könnt ihr die eben machen. Das geht alle paar Tage. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr es abcheckt unter griefergames.net. Da ist jetzt gerade ein fairer Sale, nur jetzt. Und ich wünsche euch jetzt noch, er schreibt nur ab, ich wünsche euch jetzt noch einen sehr schönen Tag, Leute. Hat mir Spaß gemacht. Bis morgen, haut rein, bis dann und tschüss.